In Ordnung. Als nächstes... Zerstörter Mond. Kein Problem. Nächster Halt, der Mond von Kobo. Das ist mein Text. Bleib du schön bei deiner Rolle. Du ballerst, ich bin der Pilot. Und? Hast du dir die alte Tech angesehen, die Karl bei Dagon gefunden hat? Ja, vielleicht bringt das Labor auf dem Mond Licht ins Dunkel. Was ist wohl damit passiert? Der Mond? Wer weiß. Wen interessiert's? Ich habe keine Zeit für Monde. Ich denke, es hatte etwas mit der Invasion auf Tenalor zu tun. Wie tröstlich. Dass der Mond noch bewohnbar ist? Du und ich haben unterschiedliche Vorstellungen von bewohnbar. Ich weiß. Ich habe deine Kantine gesehen. Vorsichtig! Schnell dich an, Kerl! Zeit zum Landen! Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Der sieht mal ein bisschen anders aus. Zerstörter Mond! Der zerstörte Mond sieht zerstört aus. Gut. Ja, ja, nur ein wenig eingerostet. Und du? Tja, ein wenig unruhig, aber wir schaffen das. Was du nicht sagst, wir haben einen Optimisten. Na klar. Tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist dein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Ups, falsche Richtung. Hier geht's raus. Okay, Anlage. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Ach, Ladedeck. Cordova sagt, abwärts. Es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Dagon in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Crees Handwerk aus. Speicherpunkt. Immer schön nach links und rechts gucken. Genau. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Cree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht im Rat. Upsi. Okay, also nicht in diese Richtung. Abwärts wollen wir, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Tja. Bleiben wir wachsam. Wir müssen dieses Labor finden. Auf jeden Fall. Abkürzung. Speichern. Automatisierte Fertigungsanlage. Dadurch? Da war ein Gegner, ne? Verzeihung. Okay, Wartungsriegel, der scheint nett zu sein. Sektoren 5 bis 9 außer Betrieb. Ja, das wird mal ein bisschen gucken hier. So, was ist hier passiert? Nicht stabil. Wir müssen die Kammer erneut verstärken. Okay.
Ganz geil. Harmonie. Harmony. Du hast mich gerade so erwischt. Abgewehrt. Jetzt geht's. Viel besser. Meine Deckung gibt nicht nach. Steh still. Mit Sicherheit nicht. Los mit lustig. Wir haben auf uns gewartet. Danke, Kumpel. Ich erledige ihn. Dafür habe ich trainiert. Dann wird Ravis mich belohnen. Dein Leben ist vorbei. Danke. Alles gut. Ich bin okay. Sie suchen irgendwas. Das ist gut. Richtig gut, der Schuss. So, hier kann ich nicht lang, ne? Okay, von der Seite abgeschlossen. Attacke! Oh, Alter, ey. Nicht dein Ernst. Was denn? Geh zum Angriff! Falscher Knopf. Wie viele warten hier denn Mann, noch auf Mann, uns? Mann, ey. Schlechtes Gefühl? Ja, ich auch. Mhm. Kommen wir gleich alle raus hier, oder was? Wer ist das denn? Das wirst du so schnell nicht vergessen. Kein Problem. Nehmen wir die Verfolgung auf. Der Sieg ist auf Negatorin. Er fliegt. Mir reicht's. Und sie tot. Wir wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Sieht wohl so aus, Kerl. Hast du was gefunden? Was hast du gefunden? Droiden-Ladestation. Ein ganzer Raum mit dem Aufladen der zahllosen Wartungsdroiden der Anlage. Seit der Besetzung durch die Raiders jedoch wurde die Batteriestation für Kampfdroiden funktioniert. Mach dein Ding, Kumpel. Mach dein Ding. Wir gehen mal nach links. Okay, die scheinen auch lieb zu sein. Eine Kiste. Abkürzung? Ja.
autorisiertes Personal gesichtet. Warum programmiert der Magma da mal? Jedi-Techniken. Systemschaden. Mal gegen eine Magna-Wache kämpfen muss. Was ist das, Kumpel? Ja, eine Magna-Wache halt, ne? So, die Magna-Wachen IG-100 der Holovan-Maschinenwerke gehörten zu den leistungsstärksten Kampfdruinen in der Armee der Separatisten. Sie verteidigten vornehmlich hochrangige Anführer der Separatisten und ihre Energiestäbe hielten sogar Jedi-Lichtschwertern stand. Ihre überraschende Wendigkeit und ihre Fähigkeit, selbst mit verlorenen Gliedmaßen durchzuhalten, war selbst für die mächtigsten Jedi eine Herausforderung. Da gibt es mir auch einen Speicherpunkt eigentlich ganz geil. Weil Energy ist halt ziemlich im Arsch. Ziemlich im Arsch. Guckt euch mal meine Energy an, das ist doch echt nicht normal. Kommt schon gleich irgendein Scheißgegner. Dann kann ich die ganze Scheiße nochmal zuglaufen. Wenn da kein Speicherpunkt kommt. Ist hier noch irgendwas rum? Abkürzung. Na gut. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt hier, ernsthaft? Warte. Okay. So, da haben wir schon erkannt, müssen wir irgendwie gleich wechseln, ne? Wie gesagt. Noch haben wir es nicht geschafft. Das muss ein schlechter Start sein. Gute Arbeit, Kumpel. Sektor 5 Delta. Keine Anomalien. Scan läuft. Sektor 5 Guter Zeitpunkt, um unsere Ausrüstung zu überprüfen. Scan läuft. Sektor 5. Angegriffen. Zeig mal, was du kannst, BD. Immer präzise. Ach komm. Die nutzen wir doch. Kannst losgehen, BD?
Alter, Kerl, du Assi, Boah, Mann, ey. So. Wir sind noch nicht am Ende. Wir kriegen das hin. Stimmt. Echt knapp. Da hinten noch irgendwas? Ne, da kann ich gar nicht weiter, ne? Ne. Blöder Arsch, ey. Super nervig gerade hier, ehrlich. Spaß, Kumpel? Ja, mir nicht. Mir definitiv gerade nicht. Also das war eben scheiße. Richtig scheiße. Uns kann nichts aufhalten. Selbst ein Lichtschwert ist meinem Blaster nicht gewachsen. Jedi werden als extrem gefährlich eingestuft. Du solltest gut vorbereitet sein. Ich bin immer vorbereitet. Komme, was wollt. Noch eine Basis für die Batlam Raider. Wir sind nicht aufzuhalten. Wer programmiert Klappergestelle darauf, so viel zu reden? Geister in der Maschine, okay. Abkürzung. Ziel gesichtet. Hä? Oh, die kommen doch gleich raus. Der Jedi, du solltest nicht hier sein. Nein, nein, zu nah. So witzig es ist, gegen etwas kämpfen zu können. Ravis wäre wohl nicht begeistert, wenn du näher kommst. Also verschwinde, Jedi. Musiktrack freigeschaltet. Cool. Doch hier? Mutig bist du, das muss man dir lassen. Aber ich habe meine Befehle, also verschwinde von Fund, bringen wir sie zu sie. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Hast du was entdeckt? Hebedroide. Während Wartungsdroiden für den Betrieb der Systeme der Fabrik sorgten, brachten Hebedroiden Baumaterialien dorthin, wo sie benötigt wurden. Riegel den Weg ab. Niemand kommt hier durch. Nicht mal dieser Jedi abschauen. Ziel ist ein Feigling.
Genau. Wir sollten melden, dass wir ihn gesichtet haben. Ich würde ihn am liebsten selbst töten. Aber Feind! Ja, ja! Rakete, komm von mir! Deine Zeit ist um. Stimmt. Versuch's nochmal! Ich werde dich zur Strecke bringen. Initialisiere Angriff. Beeindruckende Verteidigung. Entlade Waffe. Alter, ey. Ich bin getroffen. Was für ein Scheißer. Klingt, als würden sie da vorne irgendwas Wichtiges bewachen. Ah, komm schon, macht es Sinn. Sehr gut. Aber nochmal, habe ich irgendwas übersehen?